Schon immer wollte er eine eigene Zeitung nur für Kinder machen. Jetzt ist Udo Zöllner Chefredakteur von Wackelzahn, das nach eigener Aussage größte deutsche Kinderfernsehmagazin. Mit einer Auflage von fast 90.000 Exemplaren erscheint das Heft ab sofort zum Preis von 1,80 Euro in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 52 Seiten stark ist die Verkaufsvariante des Kinder-TV-Magazins. Titelheld ist Willi Wackelzahn. Gemeinsam mit seiner Wackelzahn-Bande erlebt er viele Abenteuer. Dazu kommen Rätsel, Comics, Poster und eben das TV-Programm mit Tagestipps für Kids und Altersempfehlungen für die Eltern. Verleger Udo Zöllner will mit Wackelzahn eine Lücke auf dem Markt der Kindermagazine schließen. Als professionellen Partner im Zeitschriftendruck hat er sich ein Unternehmen der Bertelsmann-Gruppe ausgesucht. Bei Avato Vogeldruck in Würzburg wird der bunte Inhalt im Rollen-Offset-Verfahren auf chlorfrei gebleichtes Papier gebracht. Hier in Würzburg haben wir es mit der größten Zeitschriftendruckerei Deutschlands zu tun. Hier in Würzburg sind wir spezialisiert auf die Erstellung von Zeitschriften in einer Größenordnung von 20.000 bis 300.000, 400.000 Exemplaren. Die bekanntesten Titel, die wir produzieren, ist zum Beispiel die Focus Money, die wir wöchentlich produzieren. Wir drucken aber auch sehr viele Titel im Special Interest Bereich, wie die Outdoor, Mountainbike, Pro Cycling und natürlich auch diverse Fachzeitschriften in Auflagen, die dann um die 40.000, 50.000 im Durchschnitt laufen. Und jetzt freuen wir uns sehr, auch den Wackelzahn zu drucken und drücken alle Daumen, die wir haben, dass das auch erfolgreich wird. Und was ich so gesehen habe, ist es ja wirklich ein tolles Produkt. Herzlichen Glückwunsch.